Aber da ich jetzt nochmal über alle Mods drüber gehen wollte, weil ich das Gefühl habe, manche haben nicht funktioniert und gleichzeitig die Sprache wechseln wollte, wo mir ein XCOM schon sagt, ja übrigens, wenn du Spielstände laden willst, die wurden jetzt dir nicht angezeigt, weil die wurden mit einer anderen Sprache erstellt. Weil du morgen beim Einparken die Felge zerschrammt. Erste Frage, wie teuer ist deine Felge? Zweite Frage, wie teuer ist dein Auto? Dritte Aussage dazu, drittens, selber schuld, wenn du nicht fahren kannst. Ich habe übrigens auch meine verbesserte KI-Mod wieder gelöscht, weil ich das Gefühl habe, die machen mich ganz schön kaputt. Die schießen dann nämlich immer auf die, die halbwegs in Tötungsreichweite sind, und das finde ich ganz schön gemein. Oh, what? Ist das auch noch mehr hier? Oh no. Oh no, du bist markiert. Oh no. Hab doch wieder niemanden, der das heilen kann. Dass wir nicht heilen können, ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Oh, und irgendjemand ist im Overwatch. Der da hinten ist im Overwatch. Oh, fuck. Ich würde Lumi gerne rausholen. Aber dazu müsste ich jemand anderen durch den Overwatch sprinten lassen. Bäh. Ekelhaft. Und hier lose ich Overwatch noch gar nicht aus. Ha. Das ist blöd. Ah, das ist blöd. Will Lumi eigentlich da raus haben, die ist sonst tot nächste Runde. Nur mit besserer KI, sonst kannst du dir den Kram ja nicht geben. Moment, meinst du jetzt Civilization oder XCOM? Ne, hab ich ja nicht gemacht. Ich glaube, Chris, du musst es mal versuchen, ja. Hier unten waren noch welche, das muss ein bisschen in Betracht ziehen. Ja, Chris muss es, glaube ich, mal machen. Wenn der trifft. Ja, genau. Kann er das nämlich noch? Hitchat 39%. Na, herzlichen Dank. Jetzt muss ich Lumi mal hier rausziehen. Oh, die sind immer noch sichtbar. Ne, dann will ich noch eins weg. Ich schieße durch den Boden. Ah ja, und treffe. Das ist ja geil. Du warst kein Gegner für mich. Ich finde die Story ja interessant. Warum ist das der Körper am wichtigsten? Was? Vom wichtigsten Wesen außerhalb der Ältesten eigentlich nur von einem Squad normale Soldaten beschützt. Bleeding out? Wie soll ich sie denn retten ohne Medikit? Ach man, das ist doch wieder so eine absolute Kacke. Das heißt, ich bringe Lumi wieder im ersten Gefecht um, das wird sie mir nicht verzeihen. Schnüff. Komm ich bis dahin? Komm ich. Weg mit dem Officer. Ich muss aber nicht nur die Gegner plätten, ich muss ja auch noch Dingens machen. Ich muss ja auch noch das Ziel hier platzieren. So ein bisschen das Problem daran. Muss ich halt super aggressiv spielen. Es scheint ja auch der letzte zu sein. Ach wow, Overwatch. Zwei Runden. Aber hart. Granate drauf. Okay, Area Secure. Scanners are clear. -15, we have a limited window to act before Advent responds. We need to get those charges planted on the double.
Chris, du musst Lumi beschützen. Red ihr gut zu, dass sie nicht ausblutet. Sie muss die Augen offen lassen. Nicht von uns gehen. Chris hat sich um Lumi gekümmert. Hat funktioniert. Status confirmed. Squad is clear. Ist mein einfacher Kodis oder Sectoid ist tot? Da gibt es auch Mods dafür. Dass das sinnvoller ist, dass da mehr Gegner sind. Ach, wir haben es doch trotzdem geschafft. Wow, das war knapp. Also da gibt es auch Mods für Xan, dass du mehr Leute in den, auch in den Kammern der Chosen hast. Aber du spoilerst ein bisschen, weil ich war noch nie, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, mein lieber Xan. Aber ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ich habe maximal einen Chosen gekillt. Das war's. Finde ich eine gute Option. Die muss quasi heimgetragen werden. Okay, Louis macht erstmal einen Monat lang Pause. Was denn? Any Key funktioniert nicht. Warum? Achso, und ich habe auch die Promotion-Display wieder umgestellt auf das Alter. Oh! Das ist natürlich... Stimmt, Chris habe ich auch noch ein bisschen umdesignt. Aber das passt, glaube ich, jetzt ganz gut vom Design her zu seinem... zu seiner Klasse. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Warum willst du kein Spezialist werden? Willst du nicht heilen? Xan haben wir noch nicht. Ich bin Spezialist wieder. Ich glaube, das war ich letztes Mal auch. Bei allen anderen ist, glaube ich, was anderes geworden. Oh, ich muss die Musik ein Ticken leiser machen in der Abmischung. Und wir loomen erstmal. 6 Monate raus, Moment, mit dem hat diesen Bonds. Each of our soldiers has a unique relationship with their squadmates. Ah ja, ja, mit Thor also, ja? Their compatibility will grow and can eventually develop into a. Mit Thor und mit mir hat sie also komplett, wir wirklich mit allen Compatibility, ist die einzige Frau im Squad, die kommt mit allen klar. Okay. Wir haben Hybrid Material gekriegt, sehr gut. Improved Shotguns. We made a startling breakthrough. Plus 1 Damage. Jo, auf jeden Fall. Die knallen richtig rein. Ah. Engineer, genau, die brauchen wir nämlich. Werden wir jetzt nochmal hingehen. Also, meinst du die Psyops, ja. Aber die Psyops, das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen ja das Psy-Potential von niemandem bisher. Von daher ist es nicht klar, wer irgendwas kriegt. Das wird witzig. Das tut immer weh ins Gesicht. Das tut immer weh ins Gesicht. Und begin Mission. Und ich habe auch eine Mod installiert, dass sämtlicher Elektroschaden Armor penetriert gegen Roboter Xelia. Dann brauchst du, glaube ich, den Specialist gar nicht mehr so sehr. Weil es, glaube ich, ein paar andere Sachen gibt. Der Mech hat zum Beispiel noch einen Elektroangriff, glaube ich. Und die Skirmisher Der hat, glaube ich, auch einen Elektroschock-Haken sozusagen. Und die penetrieren dann auch alle Armo, damit sie sich gleich verhalten. Von daher könnte es sein, dass ich mir das ein bisschen einfach gemacht habe. Oh, wo sind wir denn jetzt? The fuck? Moment, wir haben hier noch jemanden dabei. Das sind doch 1, 2, oh ne, 3, 4. Hä, wer bist denn du? Wer bist denn du? Wieso habe ich einen Zivilisten dabei? The fuck? Use a resistance operative to hack the access point to stun all enemies. Ah. Wir haben eine resistance operative dabei, okay. Und warum sind alle geduckt außer du, Thor? Hier soll ich aber auch nicht vorlaufen. Bin ich aber direkt mal ja
Bin ich hier gelandet, ey? Bin ich hier einfach direkt gerade durch? Ich muss wahrscheinlich, oder? Ich könnte hier an der Seite durchlaufen. Dann könnte ich mehr in die Richtung gehen da. Ich glaube, mittendurch ist immer eine schlechte Idee, oder? Verstanden. Rücke aus. Mittendurch ist immer eine schlechte Idee. Running. Oh, wieso werde ich denn hier revealed? Ach, weil ich hier das Fenster springen würde. Ach Gottchen. Rücke zur Zielposition vor. Nee, das Fenster, Xan, sollst du jetzt nicht springen. Das ist schon okay, wenn du nicht durchs Fenster springst. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Ich zähle hier die Blendgranate. Den sollte ich eigentlich so vielleicht nicht unter die Gedankenkontrolle bringen lassen. Das wäre praktisch. Wird gemacht. Dem verwischt mit Tor zuerst moven, weil der sowieso sich hier. Dass er hier reingucken kann in den Gang. Jetzt komme ich. Oh shit. Sie können uns sehen. Although they bear some resemblance to the sectoids first encountered during the invasion, their genetic structure now includes human DNA. They are stronger than ever, with an even greater psionic potential. Ah, 73 mit 2 Schaden, 2 bis 3 Schaden. Boah. Xander, die normale Granate. Kann ich dort relativ viel kaputt machen. Granate unterwegs! Versuche ich mal seine Deckung wegzuknüppeln direkt. Oh, die Deckung geht nicht kaputt. Natürlich bitter, dass sie nicht kaputt geht, dass sie nicht wegspringen darf. Und ich bin nicht nah gedrückt dran, ich kann mich nur hier hinstellen, habe ich keine Deckung mehr von dem. ...36% sehen wir gar nichts. So, du kannst einfach mal... Was? Weapon Disabler? Cause Advent and Alien Weaponry to jam. Want them to reload their weapons. Returns cooldown. Ah. Kann er nur auf den machen? Du kannst erstmal hier rüber gehen, mein Freund, glaube ich. Du stehst ein bisschen im Weg. Wenn, dann kannst du es auf den machen. Das ist sogar dann sinnvoll. Weapon disabled. Dann kann ich aber den Push machen hier, oder? Dann brauche ich ja 3 bis 4, ne? Puh. Das wird ein knappes Ding, wenn ich hier versuche 3 bis 4 zu machen gegen ihn. Wa? Insektoid hätte ich halt relativ schnell gerne raus, aber... Das sieht aktuell nicht danach aus. Pistol Overwatch. Da ich mit dem eh aktuell nichts treffen kann, oh, habe ich mich in eine schwierige Lage gebracht. Aid Protocol. One Action. Was dich mache. Wo hilfst du ihm bitte? Damit er einen Defense-Bonus kriegt. Dann gehst du auf Overwatch. Und jetzt mache ich hier den Push. Bin unterwegs. 92. Das sind 3 bis 5. Komm schon. Jawohl. Das hat funktioniert. Sie wollen sich zurückziehen. Pop. Wow. 45%. Nicht getroffen. Jetzt soll es auch nachladen, ne, der gute Mann. Der hat nicht nachgeladen. Der hat nicht nachgeladen.
Kannst du mal hier durchsprinten und das Zeug für mich aufheben? Du hast ja eh gerade nichts zu tun. Oder der hebt es nicht auf. Na, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Gebe Feuerschutz. Endlich. Ist er noch relativ gut ausgegangen mit dem Rush hier, ne? Hat noch halbwegs funktioniert. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt gleich wegbricht, weil es beschädigt aussieht. Wenn es gleich wegbricht, habe ich ein Problem. Positiv. Delirium Core und Advanced Autoloader. Das ist ja eine gute Belohnung hier. Ja, wir gehen mal hier hin. Ich will nicht nur andere triggern. Das macht eher ein Dreier-Hit. Jo. Jo, schöner Dreier-Hit. Können wir dir scouten gehen? Du kannst eh nicht schießen. Du kannst eh nicht ballern. Dann geh du mal scouten. Advent Forces sighted. Change wieder da. Das ist natürlich kacke. Ob ich jetzt noch einen Sektorpot hier drin finde? Und ich nicht, wa? Action Cam! Biete Feuerschutz! 38 ist halt echt nicht viel. 38 ist halt echt nicht viel. Ich könnte bis darüber rushen, aber ich glaube, da will ich gar nicht hinrushen. Ich würde, glaube ich, eher mal versuchen, hier nach vorne zu kommen. Ein bisschen aufzuschließen und die dann zu bedrohen, dass ich sie versuchen kann zu flankieren. In der nächsten Runde. Das wäre so das Ziel. Übrigens, halt hier, hallo Sono, by the way. Hab ich gar nicht begrüßt vorhin, oder? Schon unterwegs. Bestätigt, Überwachung läuft. Der geht auch auf Overwatch. Was macht der? Der schießt. Boah, ich kann sagen, 25% Hitchance, das wäre bitter gewesen, wenn er getroffen hätte. So, jetzt brauche ich hier Flashbang. Flashbang, um den Overwatch zu entfernen. Gutes Ziel. Gutes Ziel, sage ich. Guter Ton. Kann ich wieder jammen? Da kann wieder jemanden jammen. Weapon Disabler. Weapon Disabled. So hätte ich vielleicht auch so den Overwatch removen können, wa? Wäre zu einfach gewesen. Du gehst auf Overwatch. Du gehst mal bitte weiter vor, damit du vielleicht besser triffst, wenn da was passiert. Feuerschutz! Typ. Müsste ich hier ihn angreifen können, weil er um die Ecke steht. Und bin auch gegen ihn geschützt. Ja, sehr gut. Wo er hingezielt hat, Affirmative, moving out. Oh Gott, das ist aber trifft. Desorientiert und dort in einer schlechten Position. Weg da! Schieß meine Leute. Ah, der hat sogar eine Pistole. Lol. Kämpfen wir mal mit jemandem, mit einem weniger. Easy peasy. Oh no.
Dachte nicht, dass da hinten noch jemand steht. 9%, ja. Supi. Supi, supi. Bin dabei. Bestätigt. Eventuell verliere ich jetzt meinen Resistance Operator. Weil er einfach auf den schießen wird, oder? Oder er macht. Ach, ich hab keinen Flashbang mehr. Ach shit, ey. Aber das ist zumindest nicht mein Control, das ist nur in Panik. Hit 0%. Oh oh, jetzt wird er flankiert dadurch, dass er gepanikt ist. Ah, oder der stoppt. Extract Operator to secure additional intel. Ja, okay, die Optional haben wir jetzt nicht. Problem ist das. Ach ne, er ist noch nicht flankiert, ne? Noch ist er nicht flankiert. 16 und 9, das ist halt echt nicht viel, Mann. Squad-Zeit minus 10%, Sniper Rifle plus 2, Critical. Gerade auf, dass beim Wechsel auf WOTC die Mods nicht direkt wieder angenommen wurden. Yay, jetzt spiele ich das gleiche Tutorial zum 5. Mal durch. Hä? Brich's doch ab, du musst eh meistens eine neue Dingens starten. Wechsle Position. Na los, zeigt euch. Du musst eh fast immer eine neue Mission starten. Alles im grünen Bereich. Eine neue Kampagne meine ich. Mir entgeht nichts. So, da du nach hinten nichts triffst, müssen wir dich immer weiter hochholen. Offensichtlicherweise. Also machst du einen Zombie aus dem, wa? No respite for the dead. The aliens have found a way to mind control them now. Ja, ich hätte mir eine Flashbang aufheben sollen. Komm schon, geht ruf. Ach, 35% Hit. 35% Hit nicht. Oh, jetzt ist aber wirklich geflankt. Er schießt aber auf. Er schießt auf Xeli. Anstatt auf meinen Panicked, der flankiert da steht. The fuck? Was ist denn das hier? Brauche ich eine Runde für? Kann doch Range-Hack machen, oder? Hack Workstation. Greif auf System zu. Dann muss halt so rum, damit ich das noch hier Network-Shutdown wiederhole, das Ding. Reduce the contact cost for a nearby region 50%. Recover a lead to an alien facility. Fail no effect. Das ist die contact cost finde ich glaube ich geiler, oder? Bei Intel. Haben wir mehr Intel? Ah, hat sie nicht geschafft. Von daher perfekt entschieden. Haben wir das zumindest. Survive random enemy reinforcements. Oh oh. Advent transports are inbound. Firebrand cannot approach the AO. Secure the area and neutralize all hostile contacts. Und 5er Hit. Ah, dann brauche ich bloß einen Pistolenschuss. 66. 82. Ja, nehmen wir den 82er sicher, ist sicher. Turns until extractions arrive. One. Okay, das ist ja gar nicht so viel. Ja, gar nicht so. Ja, doch. Genau, gar nicht so viel. Schon unterwegs. Scanner Gebiet. Wer hat eigentlich mein Medkit sagen nochmal? Ich glaube, ich blute. Da ist meine Extraction? Sie haben Verstärkung gerufen. Wo ist meine Extraction? Oh, Skyrim. Kann ich Skyrim irgendwo hier ins Haus rufen? The fuck? Okay, die Map funktioniert so schlecht. Schlecht bis gar nicht. Survive enemy reinforcement. Das ist. Moment. Neutralize all enemy targets. Objective. Also, ich so, glaube, ich, dass es ein Missionsabbruch war. Call Skyranger. Das irgendwie kommt nicht so klar raus. Wer
Ist der im Overwatch? Was macht eigentlich hier 60%? Ist doch relativ okay. Sniper, mach mal was. Sehr schön, Tor. Sehr schön, sehr schön. Willst du noch mehr? Und da wir jetzt hier Enemy Reinforcements kriegen. Schon unterwegs. Bitte Feuerschutz. Würde ich mal behaupten, wir gehen mal ein bisschen auf Overwatch. Damit wir die direkt richtig geben. Und die nicht noch mehr da drin sind. Mit die möglichst wenig überleben. So rum. Und jetzt sind sie ja offen. Wow. 69er Hit. Prozent nicht gekriegt. Ach, komm schon, ihr seid doch alle kacke. Nee. Lass sein. Oh nein. Ich bin resisted. Okay. Ich bin resisted. Oder andere, ich habe Resist ist die bessere deutsche Aussprache. Bin unterwegs. Wir müssen erstmal den einen Typen, der hier drin ist, töten. Leck mit dir. So muss das sein. Hoher Munitionsverbrauch. Der kann auf niemanden schießen, oder was? Bin dabei. Alles im grünen Bereich. Und der sollte halt jetzt fast keine Trefferchancen haben. Deswegen chill mal ein bisschen. Oh. Shit. Boah. Boah. Xan ist mir an einer. Hab ich überhaupt keine. Xan ist mir an einer ungünstigen Stelle. Meiner Meinung nach. Müssen wir mal wegsprinten. Und volle Deckung gehen hier. Au. Ah, das war aber nur einer. Hat das in Deckung gehen vielleicht mal was gebracht? Oh, ich hoffe, die Entdeckung bringt mir weiterhin was. Eieiei. Das sieht nicht gut aus. Das bringt was. I guess. Desorientierung removed. Dass du nichts machen kannst, nervt so hart. So, er kann jetzt zwei Leute flankieren, korrekt? Ich würde gerne erstmal bitte gerne den Admin Officer wegmachen, damit er mich nicht mehr nervt. Ziel neutralisiert. Weiß, das ist selten, dass man den zuerst nimmt. Hier steht noch jemand, ne? Aber der kann von hier aus auch angegangen werden. Weg mit dir. Perfekt. Das war doch klar, oder? Aber doch nur den Sektoiden, oder? Hey, du hast HP. Du hast HP. Genug erwartet. Jetzt machen wir mir hier ein bisschen Angriff. Auf ihn! 89. Ah, wäre dann 40% Crit gewesen durch den Flank. Haben wir die halt nicht gekriegt. Mach wieder ein Zombie. Ein Zombie können wir, glaube ich, jetzt erstmal links liegen lassen und einfach weiter beschießen. Weil du da immer noch keine gute Cover hat, meiner Meinung nach. Ach, dammit. Ich bin bereit. Nachladen. Positiv. Weiß nicht ganz, wie schnell der Zombie ist. Ehrlich gesagt. Puh. Nehmen wir mal nicht beschießen. Wir könnten aber ein Aid Protocol auf dich geben, weil du stehst noch am nächsten am Zombie dran. Ich muss mal der Zombie oder eher auf dich gehen. Und nicht auf Xan, der da hinten steht. Moment, du willst mir erzählen, du siehst den da nicht? Du willst mir erzählen, du siehst den da nicht? Ach, come on. Ach, come on. Und weiter geht's. Hallo, John.
Warum seid ihr so blind? Warum seid ihr so blind? Bestätigt, Überwachung läuft. Müssen wir halt doch den Zombie zerlegen. Tor, what do you do? Or what are you doing in dem Fall eher? Endlich. Jean, ich musste neu anfangen, von daher leben alle aktuell noch. Wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich noch niemanden verloren in diesem Spiel. Das ist erst die zweite Mission. Holt mich hier raus! Bitte! Ich hab's ihn zumindest. Weiß nicht, bringt das Aid-Protokoll auch dagegen was? Er trifft hier nix. Also ja, du lebst noch. Denke ich. Bin mir ziemlich sicher. So, ich habe ich noch nicht in einem Kampf benutzt. Oh shit, der geht auch auf ihn. Weil Xeli gepanickt ist und weggelaufen ist, war Xan näher dran. So viel zu das Leben alle noch. Ja. So viel zu es leben alle noch. Komme ich von hier aus an den blöden Alien ran? Wie eigentlich an den Insektoid ran? Viel special, man, aber sowas von. Kann ich den Insektoid töten? Wenn ich von hier so da? Ist das der Insektoid, den ich hier zielen kann? Oder auf wen kann ich dann zielen? Ich hab ich habe keinen Blick durch, ne? Wenn ich hier stehe, sehe ich den nicht. Und da sehe ich auch nur den. Was ist denn das für ein Blickpunkt, Leute? Ich renne jetzt einfach hier hin. Ich sehe jetzt also auf eine Karte. Ich will den blinden Sektoid töten, dafür, dass er gerade hier Sachen getan hat. Den da bitte. Was soll das? Was ist dann getötet? Nur weil du nie heilst. Moment mal. Hä, Soldiers Kill 2? Ach so. Ja, der Resistance Operative ist auch gestorben. Ja, der Heiler war leider zu weit weg von Xan. Und Xan selber hatte kein Heal Kit dabei. Ich hatte nur ein Heal Kit dabei. Und das war auf genau dem Typen, der auf mir selber, der auf der anderen Seite stand. Was ist denn das für ein Foto? Die Hälfte abgeschnitten. Ja. They cannot kill his dream of freedom. Das finde ich ein gutes Bild. Alle auf einen Haufen setzen, kannst du auch alle heilen? Nee, kannst du nicht. Das geht nicht. So, Xeli, du bist auch ein Ranger, ne? Mit Melee. Long Watch. Allows Overwatch to trigger with squad sight. Oder return fire. When targeted by enemy fire, automatically fire back with your pistol once per turn. Ich will ihn eigentlich hinten haben. Meine Lieblingseinheit. Was ist da? Und hier Medical Protocol, dann kann ich auch endlich sinnvoll heilen. Auf Entfernung. Das hatte ich ja noch nicht. Ich hatte noch kein Medical Protocol, sonst hätte ich Xan easy heilen können.